Grüßt euch! Heute sehe ich mir selbst mal ein Video auf YouTube an. Ich mache das auch. Und zwar von Maike Bröck. Building Realistic Model Trees Spruce. Also Spruce, Fichten. Die Musik nervt zwar sehr, aber das Video ist wirklich interessant. Ihre Ergebnisse sehen jedenfalls sehr gut aus. Und ich brauche für meine eigene Anlage auch Fichten, also will ich das mal nachbauen. Hier sieht man die tollen Ergebnisse. Diese Bäume sind etwa 40 cm lang. Das ist natürlich für Spurnulden genau die richtige Größe. In Wirklichkeit wären die Bäume vielleicht sogar noch etwas größer, aber ich will auch nicht den Rahmen sprengen. Ich denke aber, mit der gleichen Technik kann man auch kleinere Bäume bauen. Jürgen Büser, ein bekannter N-Spurbahner, baut ganz ähnliche Bäume, also für Spur N. Die Techniken sind da nicht viel anders. Ja, ich werde die Methoden ein bisschen an meinen eigenen Geschmack anpassen und auch ein paar Sachen ändern. Ich werde jetzt ausprobieren, das nachzubauen. Und werde die einzelnen Schritte ein bisschen ausführlicher zeigen, als Maike das in ihrem Video gemacht hat. Und ihr werdet dann sehen, was ich für ein Ergebnis hinbekomme. In jedem Baumarkt kann man diese Rundstäbe kaufen. Ich weiß jetzt noch nicht mal, was für eine Holzart das ist, ist aber auch egal. Ich habe hier jetzt Durchmesser 12 mm und 14 mm. Das ist, denke ich, für meine Spur-Null-Bäume ganz passend. Fichten werden beim großen Vorbild ja durchaus auch 40 Meter hoch. Umgerechnet auf Spur-Null wären das 90 Zentimeter. Das sprengt natürlich jegliche Sehgewohnheiten. Also ich werde so in dem Bereich von 40, maximal 45 Zentimeter auch darunter natürlich bleiben. Man kann sich auch vorstellen, ein 25 cm hoher Baum wäre in H0 auch schon sehr stattlich. Schön gerade sind die Stäbe nicht gerade. Ich schneide die jetzt einfach mit der Kraftsäge ab. Jetzt kommt eine Arbeit, die habe ich auch noch nicht gemacht. Ich habe einen Bandschleifer umgekehrt eingespannt und will damit jetzt den Stamm konisch formen. Mal sehen, wie das geht. Ein bisschen Zeit und ein bisschen Arbeit ist es doch. Vielleicht kann man es irgendwie anders auch noch besser schnitzen. Ich habe das Schleifband jetzt auf ein 40er gewechselt, also das ganz grobe. Damit wird es jetzt ein bisschen schneller gehen. Ich denke, die sind ganz gut geworden, die Rohlinge. Otto Kurpiuweit nimmt Pinselstiele und die Maike schnitzt es mit dem Messer. In den Fuß setze ich noch einen Holzdübel, damit ich den Baum einspannen kann. Und später halt auch auf der Anlage
einfacher befestigen kann. Als Wickeldraht nehme ich wohl diesen hier mit 0,65 mm. Ich glaube, bei diesen dünnen hier werden die Äste wirklich zu dünn. Und es ist sicher auch besser, den mit der braunen Lackschicht zu nehmen, anstelle des verzinkten Drahtes. Nachher guckt auf einmal Silber durch. Ungefähr etwas oberhalb der Mitte bohre ich ein Loch. Dann hält der Draht besser. Randfichte oder sogar einen Solitärbaum würde ich natürlich unten anfangen, aber so befinden sich ja die Äste vor allen Dingen im oberen Bereich. Das Wickeln um den Baumstamm Rohling geht ehrlich gesagt schwieriger, als ich es mir vorgestellt habe. Insbesondere wenn man jetzt loslässt, rutscht alles wieder hoch. Ich werde jetzt mal probieren, eine dieser Schlaufen zu machen, die dann vielleicht auch so zu verdrillen. Eine so richtig tolle Methode ist das noch nicht. Vielleicht, wenn ich das verdrille, hält es dann aber das an der Position. Also mir tut ehrlich gesagt vom Wickeln richtig die Finger weh. Das ist ganz schön anstrengend. Also, wenn ich davon 10 Fichten gebaut habe, dann habe ich aber die Schnauze voll. Gegen Ende, wenn der Durchmesser des Stammes kleiner wird, geht es etwas besser mit dem Aufwickeln. Wenn ich mir das so angucke, das Werk von Maike sieht deutlich akkurater aus als meins. Aber vielleicht kommt es beim Baum da ja auch gar nicht so genau drauf an. Jetzt werden die Schlaufen mit dem Seitenschneider aufgetrennt. Solche Silhouettenzeichnungen von Bäumen gibt es im Internet unter baumkunde.de. Da ist vieles, was für uns sinnvoll ist. Ich will ja eine Rotfichte nachbauen. Und wie man sieht, bei der Rotfichte
sind die Äste aufrecht gehend gebogen. Bei der Maike ist es übrigens umgekehrt, die hat keine Rotfichte dann nachgebildet, sondern eine Weißtanne. Das ist da der Unterschied. Erstmal biege ich die beiden Schlaufenpaare auseinander und verteile die schön gleichmäßig. Besser gesagt nicht gleichmäßig, ungleichmäßig natürlich. Ich denke, so ist es schön ungleich verteilt, die Äste, und nicht zu dicht und nicht zu dünn. Als nächstes kürze ich jetzt die Äste so, dass ich dann halt die typische Tannenbaumform bekomme. Ich glaube, zu gleichmäßig darf das auch nicht sein. Die abgeknipsten Drahtspitzen sind in der ganzen Bude verteilt. So, und jetzt biege ich die Drähte so, dass sie halt aufwärts gebogen sind, wie das bei Fichten in der Natur so ist. So sieht dann mein fertiger Rohling aus. Man sieht hier, die Äste bewegen sich in sämtliche Himmelsrichtungen. Insgesamt ist das Ganze nicht ganz so gleichförmig wie bei der Maike. Liegt vermutlich auch daran, dass ich einen sperrigeren, festeren Draht verwendet habe. Da muss ich mal gucken, was es noch alles sonst so gibt an Bindedraht. Ich hoffe, hier sieht man denn auch, wie ich versucht habe, die Silhouette einer Fichte so ungefähr nachzubilden. Jetzt bekommt unser Tannenbäumchen seine Rinde. Damit ich nicht alles mit dem Sprühkleber vollsudle, stelle ich mir so einen Karton auf den Tisch. Damit wir die Rinde auftragen können, wird unser Bäumchen schön mit Sprühkleber eingesprüht. Satt. Erstmal, das kann ruhig ein billiger Sprühkleber sein, der nicht ein zu feines Sprühbild hat. Erstmal halt der Stamm. Immer so ein bisschen drehen. Und zum Abschluss halt dann die Äste. Da geht auch viel daneben, also ruhig einen billigen. Oh, jetzt kriege ich aber richtig was. Und sehr großzügig muss man sein. Das Ganze paniert im Grunde nicht viel anders als ein Schnitzel auch. Die Maike nimmt dazu Sägespäne. Ich habe aber im Moment kaum Sägespäne. Ich arbeite im Moment nicht an irgendeinem Anlagenunterbau oder sowas. Es ist also außerdem so, ich denke, Sägespäne ist vielleicht auch sehr gleichmäßig, meist sehr grob. Man kriegt auch nicht immer die richtige Feinheit. Das hier ist mein Waldstreu, den ich neulich mit der Moulinette gemacht habe. Der ist ungleichmäßiger, aber ich denke, das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Und müsste sich eigentlich auch ganz gut eignen. Ja, es bleibt noch nicht so viel hängen. Ich war noch ein bisschen zu geizig mit dem Sprühkleber. Das ist aber gar kein Problem. Man kann mehrere Durchgänge machen. Ja, eindeutig ist das nicht genug. Ich probiere noch mal hier ein bisschen auf den Stamm unten. Aber auch da ist es noch nicht so toll. Habe ich alles im Bild? Oh, es möllt. Ja. Nochmal das Ganze.
eine Arbeit, die ich nicht gerne mache mit dem Sprühkleber. So rumsauen. Zeug ist irgendwo widerlich. Aber gut. Gut zu verwenden halt. Hände kommt, ist auch nicht schön. Ja. Aber es funktioniert sehr gut. Sieht sehr realistisch jetzt schon aus. Auch farblich eigentlich. Allerdings soll das nochmal farblich bearbeitet werden. Wäre aber im Grunde gar nicht nötig. Ausschütteln. Jetzt kann man das Ganze trocknen. Ein bisschen blöd ist, Sprühkleber braucht in der Regel sehr lange, bis er aufhört zu peken. Das sieht doch ganz gut aus, wenn ich das jetzt so sehe. Das kann was werden. Wollen wir mal abwarten. Und noch ein Tipp. Sprühkleber geht gut wieder mit Waschbenzin weg. Das ist jetzt unser Musterstück nach zweitägigem Trocknen. Es klebt da nichts mehr. Allerdings bröselt doch manches weg. Ich gehe mal ins Detail. Wie man so hier sieht, nicht alles haftet perfekt. Das macht eigentlich auch nichts, wenn da so ein bisschen weniger nur dran ist. Eventuell könnte man, wenn es problematisch ist, nochmal einen ganz dünnen, feinen Überzug aus Sprühkleber machen, um das Ganze noch zu fixieren. Ich lasse das aber. Wenn so ein bisschen Streumaterial auf die Anlage fällt, hier dieses Zeug, das sieht ja höchstens ganz, ganz realistisch und gut aus. So sieht es im Wald ja auch in echt aus, dass dort lauter Borkenstücke und sowas auf den Waldboden fallen. Maike schlägt in ihrem Video für die Zweige eine Mischung aus 12 mm langen Fasern und 6 mm langen Fasern vor. Ja, wir haben 12 mm lange Fasern ja nun gar nicht im Programm. Aber ich sehe damit kein Problem. Ich nehme nur 6 mm lange Fasern. Ich sehe da aber auch kein Problem drin, weil ich mehrmals hintereinander ja das Ganze begrünen, kann man ja nicht sagen, bezweigen werde. Die Farbe ist übrigens natürlich egal, weil wir das ja noch farblich bearbeiten. Jetzt werden die Äste mit Sprühkleber eingesprüht und zwar von unten, weil die Zweige ja nach unten zeigen sollen. Ich habe hier jetzt einen U-Sprühkleber, der sprüht einen relativ feinen, zielgerichteten Strahl. Klar darf der Stamm nichts abbekommen. Sicherlich kann man sonst die Fasern auch wieder abrubbeln, aber das macht ja keinen Spaß. Die Kathode befestige ich unten am Stamm. Und jetzt werden wieder von unten die Fasern aufgebracht. Von unten heißt, weil ich es umgedreht habe, natürlich hier von oben. Ich muss erst mal sehen, wie man mit der Schnur umgeht. Und jetzt kommt aber was. Jetzt kommt die nächste Schicht Sprühkleber.
Man merkt, jetzt bleibt da auch schön der Kleber hängen an der ersten Schicht. Mir ist gerade das Kabel zur Kathode abgegangen. Das muss ich jetzt erstmal löten, sowas Blödes. Das hat jetzt natürlich ein bisschen gedauert, aber ich denke, der Kleber klebt noch gut. Ich hänge mir die Schnur immer um. Den kann man ungestört arbeiten. So sieht das jetzt aus. Nach dem Trocknen kann man auch noch das ein bisschen formen, die Zweige nach unten ziehen mehr. Hier ist aber doch eine ganze Menge auch, was am Stamm hängt. Das mache ich mit einem Borstenpinsel weg. Da muss ich beim nächsten Mal ein bisschen besser noch aufpassen. Naja, da macht Übung halt den Meister. Die zu bearbeitenden Bäume kann man immer wunderbar in ein Holz, wo man ein paar Löcher bohrt, einfach aufstellen. Heute ist der nächste Tag. Jetzt kann man die Zweige noch ein bisschen ausrichten. Zweige sollen ja so ein bisschen hängen. Da kann man so ein bisschen dran zupfen. Eigentlich ist das hier aber schon so ganz gut. Teilweise kann es ja ruhig so ein bisschen wild sein und ungleichmäßig. Soll ja natürlich aussehen. Nur sollen die Zweige so ein bisschen hängen. Oh, hier lösen sie sich. Muss man auch so ein bisschen aufpassen. Von der Farbgebung ist das mit den braunen Fasern als Zweige und dem Waldstreu für den Stand schon durchaus passend. Ich färbe jetzt aber das Ganze zusätzlich noch mit dem Airbrush ein. Für folgende Farbtöne habe ich mich entschieden. Erstmal die 079, das ist das, was ich sonst immer Flugrost gerne nenne. Dieser Farbton, denke ich, passt ganz gut, um der Rinde etwas Rötliches zu geben. Das heißt ja nicht umsonst Rotfichte. Dann ist es so, dass insbesondere in Höhenlagen ja die Rinde auch vergraut. Dafür halt diese 046, die auch so einen ganz leichten Blauton hat sogar, aber ich denke, dass ich will das wirklich nur überhauchen aus großer Entfernung, ganz bisschen, dass das so ein ganz bisschen Grautöne sind. Zum Abdunkeln habe ich dann wieder dieses Olive Drab, die 043, dann wird das so ein bisschen schmutzig. Und dann kann man noch grün spritzen, natürlich nur auf die Wetterseite. Auch Bäume haben ja eine Wetterseite, wo die dann stärker bemoost sind. Da vielleicht so auch aus großer Entfernung noch mal so ein ganz bisschen grün, dass ein paar grüne Partikelchen sich finden. So habe ich mir das gedacht. Ich arbeite mit relativ hohem Druck, also 2 Bar. Und als erstes kommt halt die helle rotbraune Farbe, um aus der Fichte ein bisschen eine Rotfichte zu machen. Ich muss mal sehen, wie man das so hier sieht mit der Kamera. Airbrush-Aufnahmen sind nicht immer so einfach. Ich hoffe, man erkennt es aber ganz gut. Ich gehe jetzt relativ nah ran, damit man auch mal sieht, wie es ist. Aber in Wirklichkeit würde ich etwas weiter weggehen. Ich sage sogar noch weiter. Jetzt kommt der Grauton dran und den wirklich nur aus großer Entfernung aufgehaucht. Ich will da nur wenige Farbpartikel. Hab relativ großen Druck, aber so
so ungefähr 2,3 Bar oder was ich jetzt da so sehe. Ich hoffe, man erkennt das. Das ist nur so. So, jetzt der olivbraune Schmutz in der gleichen Art. Aus der großen Entfernung mal so rüber. Ich kann das immer schön drehen. Wird ein bisschen ungleichmäßig, aber zum Abschluss habe ich jetzt Grün. Das Grün nur auf der Wetterseite, um so ein bisschen Vermosung darzustellen. Ich könnte mir übrigens vorstellen, dass man das sehr gut auch mit Pennpestel machen könnte. Nun wird es spannend. Jetzt geht's ans Benadeln. Wieder wird von unten benadelt. Ich sprühe möglichst nichts an den Stamm, sondern versuche vor allen Dingen die Spitzen zu bekommen. Wollen wir mal sehen. Ja, hier muss ich ein bisschen aufpassen. Man muss so ein bisschen daneben sprühen, dass man nicht den Stamm erwischt. Außer natürlich oben die Spitze da. Jetzt kommt wieder der Grasmaster ins Spiel, aber mit dem feinen Sieb und 2 mm Wampi-Flockfasern in Waldgrün. Die Maike nimmt 3 mm. Ich weiß gar nicht, woher es sowas gibt. Ich dachte, wenn dann, dass man vielleicht sogar eher noch kürzere Fasern nimmt, also nur 1 mm lange. Wir haben zumindest derzeit keine davon im Sortiment. Ich überlege aber auch das, unser Sortiment bei den Fasern auszuweiten. Also dann werden wir vermutlich auch 1 mm bekommen. Ist auf jeden Fall, denke ich, bei den kleineren Baugrößen angesagt. Unten wird wieder die Kathode angelegt. Hier jetzt das Ergebnis. Also die Methode mit dem Benadeln funktioniert, aber es ist ein bisschen zu dicht. Es sieht eher wie ein Laubbaumwald aus, als wie ein Nadelbaum. Das muss ich noch ein bisschen bearbeiten, aber ich muss ganz einfach sagen, Maikes Baum gefällt mir deutlich besser. Die Spitze ist auch nicht spitz genug. Das muss ich auch ändern. Und der Baum muss auch etwas schmaler werden. Eindeutig. Ich kann mir auch vorstellen, dass tatsächlich mit den 12 mm Fasern es mehr wirkt, dass die Zweige hängen. Ich will sowieso diese 12 mm Fasern auch mit ins Programm nehmen, da denke ich schon länger drüber nach. Ich werde da auch mal was ausprobieren. Mal der Blick von der anderen Seite, ja, es hat auch was, eher eine Mischung aus Laubbaum und Kiefer, die ein bisschen spitz zuläuft. Da werde ich noch viel experimentieren müssen. Fazit, die Methoden funktionieren, das Ergebnis ist noch nicht überzeugend. Ich werde weiter daran arbeiten und das sicherlich dann auch euch vorstellen.
Ja, es hat was, aber es sieht noch nicht aus wie eine richtige Fichte. Hier sind jetzt weitere Experimente mit Nadelbäumen von mir. Hier seht ihr ein aktuelles Ergebnis. Ich habe einiges geändert. Unter anderem habe ich eigentlich eher eine Tanne gemacht. Das heißt, die Äste habe ich hängen lassen, statt aufwärts gebogen. Dann habe ich die Äste auch nicht mehr drum gewickelt, den Draht, sondern ich habe Löcher gebohrt und die Drähte dann für die Äste durchgesteckt. Dann habe ich 12 mm, sehr entscheidend, 12 mm lange Fasern genommen. Ich denke, 6 mm ist doch zu kurz für Spurnull. Nur 6 mm ist nur was für H0 wohl. Das Ergebnis gefällt mir schon deutlich besser, muss ich sagen. Es sieht aber immer noch nicht so gut aus wie in dem Video von Maike. Der Weisheitsletzter Schluss ist das immer noch nicht. Ich werde das zu ordentlich, das zu wüst. Ich werde also noch weiter experimentieren. Außerdem möchte ich auch Lärchen und besonders Kiefern bauen. Also dies ist noch nicht das Ende. Danke sehr und auf Wiederschauen. Thank you.